Liebe Freunde, liebe Zuschauer, heute ist Tag 12 meiner Quarantäne und ihr merkt sicher, dass es mir täglich besser geht. Aber meine Stimmungslage ist nicht ganz so freudig, sie ist etwas gedämpft, denn ich habe schon Sorge, dass sich mein Lebensgefährte Steven doch infiziert hat. Es gibt ein paar verdächtige Symptome, kleine, aber ich bin richtig gehend aufgeschreckt. Wahrscheinlich bin ich aber auch nach 14 Tagen hochsensibel, vielleicht auch deutlich übersensibel. Aber natürlich kann man in einer Quarantäne zu zweit oder in einer Familie mit Kindern, mit einem Infizierten, man kann nicht jeden Kontakt und jede Kontaktfläche perfekt vermeiden. Also ich hoffe inständigst, dass Steven nicht infiziert ist, dass ich ihn nicht infiziert habe, und dass wir beide sozusagen, er aus seiner freiwilligen und ich aus meiner Zwangsquarantäne gesund herauskommen. Ich habe für morgen einen Test arrangiert, und Steven kann sich dort testen lassen. Ich telefonierte übrigens heute auch mit einer Frau eines guten Bekannten, eine Familie ohne Symptome, die mir schon schilderte, wie Homeoffice, Kinderbetreuung und so aufgenötigte Lehrertätigkeit auf nicht zu üppigem Raum, zu welchen Belastungen das auch schon für eine Familie führt. Und natürlich müssen wir alle gründlich hinschauen, wie viel soziale Isolation auf wie lange Zeit wir gemeinsam vertragen können. Ihr merkt, ich bin heute ein bisschen unruhig, ein bisschen nervös. Mir geht es gut. Ja, da freue ich mich auch sehr. Aber mir machte Sorge, wie das mit Steven ist. Aber ihr wisst, wir alle stehen das gemeinsam durch. Einen guten Abend für euch.